Vor 200 Jahren, 1821. Jemand klopft an dein Fenster im zweiten Stock. Es ist Morgen. Du schaust raus. Da läuft ein Mann mit einer langen Stange die Straße entlang und klopft an die Fenster der Leute. Seltsam? Nicht wirklich. Er ist ein Klopfer. Ganz im Ernst. Bevor Wecker in jedem Schlafzimmer Standard wurden, liefen die Klopfer durch die Straßen und weckten die Leute auf, damit sie nicht zu spät zur Arbeit kamen. Du stehst auf und gehst ins Bad. Da ist nur ein Nachttopf. Toll. Nun, das ist der neueste Stand der Technik. Spulen wir 200 Jahre vor. 2021. Dein Lieblingssong weckt dich auf. Nicht zu laut, nicht zu leise. Du öffnest deine Augen, nimmst dein Handy, schaltest den Wecker aus und scrollst, scrollst, scrollst. Es wird Zeit, aus dem Bett zu steigen und zur Arbeit zu gehen. Du duschst, putzt dir die Zähne, machst dir einen Kaffee und kochst dir zwei Eier zum Frühstück. 10 Minuten später hast du dein Business-Outfit an und gehst nach draußen. Auto, Autobahn, Stau. Damals stand neben dem Spiegel ein eisernes Becken mit kaltem Wasser, das du gestern selbst aus dem Brunnen geschöpft hast. Du wäschst dein Gesicht und putzt dir die Zähne mit einer Zahnbürste aus Holz und harten Tierhaaren. Deine Zahnpasta ist ein Pulver aus zerstoßenen Ziegeln, Holzkohle und Salz. Hatten die Menschen damals eine schlechte Zahnhygiene? Eigentlich nicht so schlecht, wie du denkst. Sie aßen unverarbeitetes Essen wie Weizen, Reis, frisches Gemüse und Obst. Dieses natürliche und gesunde Essen ist ziemlich zahnschonend, weil keine Konservierungsstoffe und keine zusätzlichen Chemikalien drin stecken. Die Menschen aßen hauptsächlich Essen, das Vitamine enthielt, die ihre Zähne stärker und widerstandsfähiger gegen Karies machten. Reiche Leute hatten allerdings nicht so viel Glück. Zucker war damals ein elitäres Gut und die Reichen konnten einfach nicht genug davon bekommen. Die Süßwarenhersteller ließen sich ständig neue Bonbons und Süßigkeiten für sie einfallen und natürlich zerstörte der ganze Zucker ihre Zähne. Damals konntest du nicht einfach zum Zahnarzt gehen. Dein Zahnarzt war vielleicht auch dein Barbier oder ein Schmied. Die Hauptmethode der Zahnbehandlung war einfach entfernen, entfernen, entfernen. Und du fängst an, so zu reden. Zum Glück sind deine Zähne in Ordnung. Du isst kaum Zucker. Du gehst nicht duschen, denn du hast dich erst vor 7 Tagen gewaschen. Wasser aus dem Brunnen zu holen ist dir sowieso viel zu viel Aufwand. Du zündest ein Feuer an und legst deine Tonplatte direkt auf die Kohlen, um dir ein Mais-Tortilla-ähnliches Ding zu backen. Dann spülst du es mit einem Glas Milch runter. Warm natürlich. Du hast keinen Kühlschrank. Niemand hat einen. Ein Frosch schwimmt in deinem Milchfass. Diesen Tipp hast du von einem seltsamen Reisenden bekommen, den du neulich getroffen hast. Die Haut des Frosches sondert eine spezielle Substanz ab, die Mikroben fernhält, sodass deine Milch nicht sauer wird. Du hast nur 2 Garnituren Kleidung, also geht es dir im Leben ziemlich gut. Eine davon ist gerade beim Schneider. Dein Lieblingsanzug, den du gestern mit Lauge im Fluss gewaschen hast, ist trocken und fertig. Du ziehst ihn an. Oh nein, schon wieder ein Loch in deinem Hemd. Diese Motten fressen noch alles auf. Du gehst nach draußen. Die Straßen sind schmutzig und der Geruch ist intensiv. Die Menschen schütten Töpfe mit Flüssigkeit auf die Straße. In ein paar Jahrzehnten wird jedes Haus an das Wasserversorgungssystem angeschlossen sein. Wow! Fortschritt! Du nimmst eine Kutsche, gibst dem Kutscher ein paar Münzen und springst auf. Heute fährst du auf der Autobahn. Es ist furchtbar. Hunderte Autos und diese Hitze. Du schaltest das Satellitenradio ein. Vielleicht kommt ja was Interessantes. Toll! Der neue NASA-Rover hat gerade neue Fotos vom Mars gemacht. Damals. Du fährst gerade die Straße entlang, als du plötzlich die Rufe des Zeitungsverkäufers hörst. Du bittest den Kutscher anzuhalten und eine Zeitung zu besorgen. Auf der Titelseite steht, dass Michael Faraday gerade eine Art Prototyp für einen Elektromotor entwickelt hat. Du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Also blätterst du einfach zur nächsten Seite. Der Stau ist endlich vorbei. Die süße Stimme aus deiner Fahr-App sagt, dass du in ein paar Minuten an deinem Ziel bist. Der Kutscher weiß nicht mehr genau, wie du zu deinem Ziel kommst. Also hält er oft an und fragt Passanten nach dem Weg.
Du kommst im Büro an, setzt dich an deinen Schreibtisch, klappst deinen Laptop auf und schreibst schnell ein paar E-Mails. Du hast es endlich zur Arbeit geschafft, in der größten Weberei der Stadt. Du gehst an den Reihen von Maschinen vorbei, an denen die Arbeiter Kleidung nähen. Gehst in dein Büro und schließt die Tür hinter dir. Der erste Kugelschreiber ist noch ein paar Jahrzehnte entfernt. Also schnappst du dir deinen bewährten Füllfederhalter. Du liest ein paar Briefe und beantwortest ein paar. Mittagspause. Du und deine Kolleginnen und Kollegen bestellen ein Business Lunch Special und verschlingen es im Pausenraum. Deine Mittagspause beginnt ziemlich früh, denn du brauchst mindestens eine halbe Stunde, um zum nächsten Restaurant zu laufen. Du bestellst einen Gemüseeintopf und wartest weitere 40 Minuten, bis er gekocht wird. Nach dem Mittagessen gehst du zurück in die Fabrik. Gerade als du deine Sachen zusammenpackst, bekommst du die beste Nachricht des Tages. Dein Freund schmeißt heute Abend eine Party. Du sagst mit einem Haufen Emojis zu. Du rennst aus dem Gebäude und fährst nach Hause, um zu duschen und dich umzuziehen. Deine Hand wird steif vom vielen Schreiben. Du hast ungefähr 40 Blätter mit Buchhaltungsberichten ausgefüllt. Ein junger Mann kommt auf dich zu und überreicht dir einen Umschlag. Das ist für Sie von Herrn Harper. Der Mann geht und du öffnest den Brief, der per Kurier geschickt wurde. Er ist von deinem ältesten Freund. Er gibt eine Party bei sich zu Hause. Alle werden zusammensitzen und seiner Nichte beim Musizieren zuhören. Ein lustiger Abend. Musik, die Gesellschaft interessanter Menschen. Schön. Du kommst nach Hause, springst unter die Dusche und ziehst dein schickes, aber nicht zu schickes Outfit an. Fertig. Du zückst dein Handy und bestellst einen Wagen. 15 Minuten später hältst du vor einem kleinen Haus. Du hörst die Musik und die Leute, die sich unterhalten. Diese Party hat Potenzial. Du verlässt die Fabrik, steigst in eine Kutsche und fährst zum Haus deines Freundes. Vorher hältst du noch beim Schneider, holst deinen anderen Anzug ab und bittest ihn, das Loch in deinem Hemd zu flicken. Die Kutsche fährt vor einem riesigen Anwesen vor. Vor dem eisernen Tor stehen schon andere Kutschen. Damen in prächtigen Kleidern und Herren in Frack und mit Zylinder steigen aus. Alle gehen den schlammigen Weg zum Haupteingang hinunter. Diese Party ist der Hammer! Auf der Tanzfläche wird wild getanzt und du siehst nur Arme, die in der Luft schwingen. Du erkennst die DJ aus deinem Instagram-Feed. Sie hat gerade ein neues Album veröffentlicht. Du fängst an zu tanzen, dich zu bewegen und die Hände zu schwingen. Langsam wird es hier ziemlich heiß. Du schlenderst in die Küche, um dir etwas Kühles zu trinken zu holen. Das wird bestimmt eine der besten Partys deines Lebens. Eine schöne Dame beginnt mit einer markanten Melodie auf dem Klavier. Es ist Beethovens Sonate Nummer 31, sein neuester Kassenschlager. Du setzt dich mit den anderen Gästen auf ein luxuriöses Sofa und genießt die Musik. Die Leute klatschen und jubeln während des Stücks und drehen durch, wenn es zu Ende ist. Was würdest du sonst tun, wenn du Beethoven hörst? Yeah! Du schaltest auf Headbanging um und hüpfst mit den anderen im Takt. Der Bass vibriert durch den Boden, die Wände und durch dich. Sobald das Konzert vorbei ist, lädt der Gastgeber alle in den anderen Raum zu einem riesigen Buffet ein. Hummer, Obst, gebackenes Gemüse, frisches warmes Brot, Brötchen, roter und schwarzer Kaviar. Du versuchst cool zu bleiben, aber du stopfst dich voll, bis du das Gefühl hast, gleich zu platzen. Es klopft an der Tür und eine riesige Lieferung von Pizzen, Chips und Limonaden kommt an. Süß. Der Abend ist fast vorbei. Du plauderst noch ein bisschen, tanzt einen Walzer, trinkst Tee und isst noch etwas von dem Obstdessert. Dann wird es Zeit zu gehen. Du läufst den schlammigen Weg entlang und eine Kutsche fährt vor. Vor dem Schlafengehen ziehst du deine Nachtwäsche an, wäschst dein Gesicht und machst ein Feuer an, um dich zu wärmen. Du schließt deine Augen und sinkst in einen seltsamen Albtraum. In einem dunklen Raum, umgeben von seltsamen Menschen. Von überall dröhnen seltsame Geräusche. Es fühlt sich an wie ein rhythmisches Erdbeben. Du tanzt, aber es ist mehr ein Schütteln als ein Tanz. Mitten in der Nacht wachst du schweißgebadet auf. Die Party ist vorbei und du liegst ohnmächtig auf der Couch deines Freundes. Du träumst, dass du auf einer schönen, altmodischen Party warst. Warte, ist das nicht Beethoven?